So, hallo nochmal. Dies ist nochmal ein kleines Einleitungs- und Erinnerungsvideo im Anfang vor den Folgen 2 und 3, also zu Anfang der Folgen 2 und 3, wo ich euch nochmal darauf hinweisen möchte, dass die jetzt nachfolgende Folge auf das Jahr 2015 datiert und da halt der Inhalt nicht dem aktuellen Zeitpunkt und Zeitgeschehen bei mir und meinem Leben und den Let's Plays oder Vorspielen, die ich so spielen werde, entspricht. Oder entsprechen. Daher lasst euch von den Inhalten nicht verwundern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß mit Morrowind. Wann es weitere Folgen von Morrowind geben wird, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich habe schon vor, es irgendwann mal wieder ein bisschen zu spielen. Wann das jedoch sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Kommt, wenn's kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Morrowind. So, hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Morrowind. Ich nehme es mir jetzt echt mal vor. So, wir wollen reden über, wie wir das handhaben wollen mit dem nächsten Vorspiel. Und zwar denke ich, werde ich euch mal eine Liste erstellen. Die werde ich dann wahrscheinlich irgendwie Google Plus oder so hochladen. Und dann fände ich es toll, wenn ihr quasi entscheidet, was von diesen Spielen ich denn spielen soll. Das ist natürlich nicht die vollständige Liste der Spiele, die ich überhaupt. Na, wie sage ich denn das jetzt? Das ist natürlich nicht die vollständige Liste der Spiele, die ich überhaupt habe, sondern einfach nur die Liste der Spiele, die momentan für mich zum Spielen quasi in Frage kämen. So, ich suche eigentlich ein Amulett. Und zwar des Wasserlaufens. Dann können wir hier nämlich um die schicke Insel rum. Und dann hoffentlich zu dieser lustigen Krabbe, zur großen Krabbe, die uns dann wieder irgendwelchen Blödsinn abkaufen wird. Wenn ich hier überhaupt richtig bin. Wer ist denn das? Da ist es. Ich denke schon, dass ich hier richtig bin. Genau, ich denke, das hier vorne müsste die Stelle sein, wo dieser Händler rumhängt. Genau. Mudcrab. So. Ich habe auch diverses Zeug, das ich dir gerne andrehen wollen würde. Ah, zum Beispiel dieses dädrische Schwert. Und dafür hätte ich ganz gerne diesen dädrischen Club zurück. Genau, so machen wir das doch. Und dann werde ich hier mal eine Runde pennen, glaube ich. Bis ich geheilt bin, da weckt mich natürlich wieder irgendeine grausige Kreatur des Nachts auf. Nein, tut sie nicht. Ich hätt ja auch eigentlich 12 Stunden pennen sollen. Ich hält. So. Wahrscheinlich brauche ich jetzt allerdings nur noch 20 Stunden pennen. Ja, Ratte. So, hast du vielleicht inzwischen wieder Geld? Nein, hast du nicht. Ich hätte auf die Uhr schauen sollen, mal wieder. Okay. Ich glaube, dich hole ich mal so vom Himmel. Wo ist mein Dämonenbogen?
So. Dann kriege ich doch den wenigstens wieder zurück. Und dann kann ich doch wieder in meinem Inventar mein Dämonenschwert wieder aktivieren. Fiend Katana. So, Fiend Katana. Fiend Katana. Da. Zack. Ja. Und außerdem könnte ich meinen Dämonenbogen verkaufen. Barter? Nein, immer noch nicht. So, wäre eigentlich die interessante Frage, mal zu schauen. Ich versuche eine Runde zu schlafen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Barter? Immer noch nicht. Na gut, dann versuche ich doch nochmal, sagen wir, 8 Stunden zu schlafen. Und vielleicht hast du ja jetzt... Ja, jetzt hast du wieder Geld. Okay. So, ich kann dir den andrehen und einen Dämonenbogen. Die aber jeweils 11 kosten. So, das heißt, ich verkaufe dir jetzt den erstmal wieder. Und dann sage ich... Bitteschön. Und auf Wiedersehen. Und dann lasse ich das jetzt erstmal. Wobei ich diesen einen Dämonenbogen schon gerne wieder loswerden würde. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt hier endlich mal eine Runde reparieren. So. So. Wir reparieren lustig vor uns hin und sind auch ein bisschen besser geworden, was unseren Armorer-Skill angeht, genau. Sehr schön, dich kann ich entsorgen und ich denke, das reicht eigentlich auch schon. Und ich könnte eigentlich dem alten Mann die glückliche Münze zurückbringen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Vielleicht aber auch doch. Na gut, sei es drum. Während wir hier rumstehen, könnte ich ja mal versuchen, dass wir jetzt mal darüber gehen. Amulett des Wasserlaufens. Zack. Was sagt denn mein... Ach, mein Ding sagt, wir gehen jetzt einfach mal darüber und dann schauen wir mal, was da ist. Und dann komme ich einfach wieder auf das Spiel zurück. Also... Was ich ganz gerne machen würde, ist euch entscheiden zu lassen, was wir spielen. Ich denke, ich werde auch ein paar unterschiedliche Genres bringen. Ich meine, ich mag ja Jump'n'Runs, das wisst ihr ja. Ich mag aber nicht nur Jump'n'Runs, ich mag auch Adventure, wobei ich ein absolut schlechter Adventure-Spieler bin. Aber das können wir gerne mal machen, so Sachen. Ja. Ich denke, ich werde euch einfach irgendwie eine Handvoll Spiele hinstellen, wo ich sage, die würde ich gerne spielen und ihr dürft dann entscheiden, was ich dann spielen werde. So. Und ich denke... Ich denke, da werde ich euch auch gerade keine große Frist setzen, sondern ich werde einfach... Ja. Ich werde einfach. Hoi. So. Ich werde einfach zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden, okay, es gibt genug, die für das gestimmt haben, dann werde ich es machen. Ich meine, da werden wahrscheinlich eh nicht viele Stimmen drüber kommen, vielleicht eine oder zwei. Mehr wird da nicht kommen, ganz ehrlich nicht. Weil, ja, ich habe ja auch nicht wirklich mehr Zuschauer. Gut. Aber das ist ja dann auch jetzt nicht wirklich wichtig, sondern was wichtig ist, ist eben, dass ich dann quasi einerseits ein Spiel spiele, das ich auf der einen Seite gerne spielen will, und auf der anderen Seite ein Spiel spiele, das ihr dann auch eventuell vielleicht sehen wollt. Genau.
So. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich einfach so machen. Das heißt, ich muss wirklich eine Liste erstellen der Dinge. Ich werde da auch nicht viele nehmen. Also, ich werde da vielleicht fünf raussuchen oder sowas. Vielleicht sechs. Wir wollen es ja nicht komplizierter machen, als es ist. Ich meine, die Liste kann ich später immer noch ergänzen. Und verändern natürlich. Und. Das sehen wir dann alles, wenn wir quasi diesen Mechanismus etabliert haben. Ja. Gut, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier eigentlich noch so groß machen soll. So ohne diese Liste ist es eh ein bisschen doof. Ohne diese, was heißt ohne diese, ja, ohne die Liste, die ich mir erstellt habe, was ich eigentlich an offenen Aufgaben noch so vor mir habe, was ich alles mir irgendwann mal erarbeitet habe. Wobei ich denke, das Sinnvollste ist wirklich jetzt einfach nur die Welt zu erkunden. Ja, ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Das Sinnvollste wird einfach sein, jetzt loszurennen und die Welt zu erkunden und dann Aufgaben zu machen, so wie sie halt kommen. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Und genauso will ich das jetzt machen und werde ich das jetzt auch machen. Das heißt, wir laufen hier noch ein bisschen in der Welt umher und werden dann nach und nach so ein paar Aufgaben erledigen. Vielleicht immer mal wieder. Und wenn mal wieder Quatschbedarf besteht, also irgendwas zu erzählen oder sowas, dann werde ich das natürlich auch gerne machen. Ja, jetzt stirb du, dann kann ich dich töten. So, haben wir die beiden erledigt. Oh, drei. Und da war ich ja schon. Und wir erkunden jetzt einfach die Gegend ein bisschen. Denke ich. Was heißt, denke ich? Mache ich. Gegen den habe ich schon mal gekämpft. Wieso ist denn der wieder da? Scheiß. Natürlich Fin Katana. Wo bist du? Da bist du. Kladding. So, lohnt sich alles nicht. Da drin war ich doch schon. Ich bin der Meinung, da war ich schon. Ein Vampir, sowas. Vampirendunst. Cool. Ein allgemeiner Ring. Allgemeine Hosen. Irgendwelches Ledergedönse. Okay, braucht's alles nicht. Ich dachte, ich war hier schon drin. Was haben wir denn hier? Potion of Burden. Oh, Lock Level 10. Da kann ich ja wieder meinen hübschen Dietrich verwenden. Klick, klick. So. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, sind gerade die Ninja-Sinne, mit denen ich quasi um die Ecke blicken kann. Oder einfach durch die Tür durch. Boah, lauter Vampire, das ist ja krass. Ach, das sind die, die hier beerdigt wurden, oder wie? So, Vampirdunst habe ich. Diesen Goblet, der ist mir gerade egal. Ich finde es irgendwie voll
Blue Glass Pot. Nehmen wir mal mit, ich weiß nicht warum. Vampirdunst und ein Diamant. Ich finde das irgendwie gerade voll krass mit diesen Vampiren hier. Was haben wir denn da? Einfach ein Dolch. Hier haben wir Chokeweed. Na, komm. Gerade hatte ich dich doch. Na gut, nehmen wir die Kiste. Seelenstein. Oh, ein exquisiter. Oh, 240. Oh. Ein kleines Quarmer-Eck. Na komm schon. Blümchen. Und Black Anther. So, Aether. Habe ich Anther gesagt? Ne, Anther. Black Anther. Okay. Anther. So, was ist da drin noch? Habe ich alles aufgeräumt? Haben wir hier auch aufgeräumt? Hier hätte ich wahrscheinlich wirklich die Seelen fangen sollen. Bei Vampiren, die mutieren doch jetzt irgendwo hin. So, an dieser Stelle, denke ich, werde ich jetzt ein kleines Nickerchen machen. Ah, Nickerchen. Bis ich geheilt bin. Und dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.